Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sniper Elite V2. Ich bin hier gerade in einem Kampfgebiet in Berlin, glaube ich, war das. Ja, die Russen und die Deutschen streiten sich hier ein bisschen und ich soll jetzt die Russen aufhalten, um ein wenig mehr Zeit zu haben, um einen Wissenschaftler zu finden. Nö, geh doch nicht weg. Und soll jetzt dafür gerade Missionen aus dem Park holen. Ach Quatsch, Munition, nicht Mission. Ja, deutsche Sprache, schwere Sprache. Werde mich da mal hier durch die feindlichen Linien schleichen. Und denen helfen, die ich in der vorigen Episode getötet habe, glaube ich. Das haben die alle Deutsch gesprochen, deswegen gehe ich mal davon aus, dass sie Deutsche waren. Fast übersehen. Bisschen fies finde ich das ja, dass hier immer so noch Backsteine einfach so nebenbei rumliegen. Dass man dann denkt, oh, das ist sowieso nur ein Backstein, da brauche ich ja nicht groß hingehen. Und dann übersieht man vielleicht einen Goldbarren. Wo ist denn die Wache ganz hinten da? Hallo! Ja, guck du mal aus dem Fenster. Jetzt übertreiben sie es aber mit Goldbarren an einem Fleck. Da ist schon mal keiner. Zumindest noch nicht. Oh, da war. Peinlich, peinlich, peinlich. Ja, das mit dem Sachenpacken hat sich wohl erledigt. Ich glaube, die sind hier nicht mehr am Leben, die Bewohner. Reichstag. Nee. Dazu müsst ihr erstmal an die gepanzerte Unterstützung kommen. Das werde ich aber zu verhindern wissen. Oh, 3 gegen 1. Fang. Direkt neue Granaten bekommen. Wunderbar. Upsi. Nee, das wollte ich nicht. Nee, meine Toms. Ich will die Leiche untersuchen und nicht so eine komische... Möchte gern Waffe aufnehmen. Musim. Musim Nagant 1891-31. Die Russen wissen, wie man ein Scharfschützengewehr herstellt. Ach cool, neues Scharfschützengewehr gefunden. Das meinte er wahrscheinlich von mit Sniper. Dass sie irgendwie so eine ganz besondere Scharfschützengewehr hier rumliegen haben. Frage ist nur, wo muss ich jetzt lang? Oder kann ich da durchs Fenster gehen vielleicht? Nee, die sind zu. Ich soll Sprengstoff auf den Brückenpfeilern platzieren. Ach, jetzt wahrscheinlich zur Brücke zurück.
War ich nicht eben noch ein LKW oder bin ich blöd? Da vorne sind ein paar mehr Wachen. Die gucken auch alle in meine Richtung. Wirst du wohl. Gut. Jetzt hat sich das sowieso erledigt mit dem Vorbeisneaken. Können wir gleich mal die neue Waffe ein bisschen einweihen. Entweder ist die Waffe besser oder ich ziele gerade ein bisschen besser. Ja, also immer noch nicht mit einem Schuss erledigt die Gegner. Na komm raus. Ich liebe dieses Bullet Time Event. Stirb doch! Nein! Da war ich zu unvorsichtig. Ich wollte Hilfe. Dann machen wir den ganzen Spaß nochmal. Hier ist ja nichts. Deswegen, also noch nicht, deswegen kann ich mal sprinten. Wo war denn der? Wo war denn der? Das sieht für mich aus wie ein Schatten. Da ist er. Voll in den Arsch. Fang mal. 5 für einen Granatenkill. 1300 Punkte. Upsi. Bück dich doch jetzt nicht! Mann, einmal daneben. Oh. Einmal daneben, einmal bückt er sich. Immer kräftig auf den Bauch, das macht immer Sinn. Schulter ist auch immer effektiv. Ach, das war ein Kopfschuss. Oh. Dann will ich mich nicht beschwert haben.
Einer gegen alle und alle gegen einen. Das umgedrehte Prinzip der Musketiere. Was sind das? Das dürfen Minen sein oder so. Wieder keine Weinflasche. Oder irgendwas anderes Nützliches. Upsala. Plötzlich ist er ganz schön gut zu Fuß, der Junge. Also so schnell ist er, glaube ich, also so schnell wie eben, zumindest ist er, glaube ich, vorher noch nie gelaufen. Hier im Spiel. War eigentlich eben eine Markierung hier oben. Das ist bestimmt meine Sniper-Position nachher, um die Sachen hier zu zerstören. Oder einfach nur einen Punkt für den Barren. Stopp. Zwölf Meter. Meter, was haben wir denn hier? Jetzt wird mir der Weg nach draußen gezeigt, damit ich zur Brücke hier gelange oder was? Oh, sieht so aus. Au! Was soll denn der Blödsinn? Ach, ich glaube, ich sehe ihn aber. Oder auch nicht. Weh, du schießt mich nochmal an. Wollen du mich verarschen? Da ist das Köpfchen. Glaube ich. Ja, das ist das Köpfchen. Obergefreiter, aggressiv. Ja, ich werde auch aggressiv gleich. Ab ins Köpfchen! Ah, der hört nicht mehr so gut jetzt. Wenn das hier alles so mit Scharfschützen übersät ist, dann gucke ich hier lieber auch nochmal nach. Fenster scheinen alle zu sein. Dächer soweit leer. Versuche ich mal mein Glück. Nummer 1. Und bevor ich jetzt die Nummer 2 anlege, mache ich wieder eine Pause. Yay! Also, die Folge ist vorbei. Man sieht sich dann in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Sniper Elite V2 hier at Jimmy's Playground. Bis dann und bye bye.